Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Crew 2 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Ein wirklich, wirklich großes Update ist erschienen, wahrscheinlich sogar das größte, seit es The Crew 2 gibt, und zwar das Hotshots-Update. Und ich hatte tatsächlich die exklusive Möglichkeit, schon einige Tage vorher das Ganze anzuzocken, um einfach das mal ein bisschen auszuchecken. Ich hatte auch tatsächlich bereits gestern darüber dann auch ein Video veröffentlichen können. Wie du festgestellt hast, gab es gestern kein Video und dementsprechend habe ich auch nicht einige Tage vorher das Ganze schon angezockt, denn vielleicht hat es der ein oder andere Zuschauer schon mitbekommen. Ich hatte ja über die ganzen Ostertage eine ziemlich starke Migräne und da war nichts mit Zocken und dementsprechend konnte ich diese wirklich tolle Möglichkeit gar nicht wahrnehmen. Aber sei es drum, jetzt ist das Update sowieso für jeden erschienen, also auch für dich. Und ich gehe jetzt einfach im Let's Play komplett blind an diese ganze Sache ran. Was ja, denke ich, auch nicht schlecht ist, wenn ich einfach jetzt schon nicht alles weiß, sondern einfach auch gemeinsam mit dir in diesem Let's Play das alles entdecke. Aber lesen wir erstmal vor. Wir werden nämlich hier direkt überrascht mit einer Willkommensnachricht. Willkommen zu The Crew 2 Hotshots. Tritt an und gewinne jede Woche exklusive Belohnungen beim brandneuen Live Summit Wettkampf. Hebe die Fahrzeuganpassung auf eine neue Stufe mit neuen Prestigeobjekten, einschließlich Reifen und Rauch. Ja, man sieht schon im Hintergrund so Blitze und Rauch, also es wird komplett abgedreht auf jeden Fall. Ja, und der letzte Punkt, fordere dich selbst heraus in neuen Events, Tests und Fotosets in den gesamten USA. Nicht schlecht, ja, also neue Tuning-Möglichkeiten, neue Fahrzeuge, ja, ich verdecke das so ein bisschen, ich mache mich mal kurz weg. Ja, das ist ein Bugatti Divo und unter anderem wird es auch ein Ferrari 488 Pista geben und so weiter und so fort und ich freue mich riesig drauf und ich hoffe, du auch und deswegen geht's jetzt los. Wir starten rein in, erfülle Live-Verträge. Ne, die machen wir jetzt nicht, sondern wir sind jetzt hier beim Live-Summit. Ich bin mal wirklich gespannt. Sollen wir irgendein bestimmtes Fahrzeug schon direkt nehmen? Ich habe hier noch Kultpunkte zu verteilen, sehe ich gerade. Ich bin ja total hier, komm. Ich will mehr Geld. Mehr Geld und was kann ich hier noch machen? Ja, komplett unvorbereitet, aber ist auch egal. Ja, wir gehen jetzt erstmal hier in unsere Garage und dann gehen wir zu diesem Live-Summit auf jeden Fall. Was nehmen wir denn für ein Fahrzeug? Wir nehmen jetzt irgendein bestehendes Fahrzeug oder meint ihr, wir haben eins geschenkt bekommen? Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe auch jetzt mich gar nicht groß eingelesen, weil ich dachte, nee, wir gehen jetzt komplett blind an die Sache ran. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir da irgendein komplett neues Fahrzeug bekommen haben oder so. Ich denke, dass man den noch kaufen muss, aber so ein 488 Pista, den werde ich ganz, ganz, ganz schnell haben wollen. Und natürlich Bugatti Divo und überhaupt den Chiron. Ich habe ja nicht mal den Chiron, weil ich mir den bis jetzt noch nicht leisten konnte, aber das werden wir alles noch ändern. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal den Huracan, oder? Komm, der Huracan ist ein gutes Fahrzeug. Den nehmen wir jetzt mal, auswählen. Zack. Und da haben wir ihn. Und jetzt gucken wir mal, das müsste eigentlich, upsala, auf der Karte zu sehen sein. Irgendwas Neues irgendwo oder auch nicht. Oder wir gehen einfach in die Veranstaltungen. Ich glaube, wir gehen mal in die Veranstaltung rein. Wahrscheinlich besser, um zu dieser Live-Summit-Geschichte zu kommen. So, zack. Aktivitäten. So, da haben wir doch was. Live-Summit ins Haku. Rang entzogen, was? Ich hatte noch nicht mal einen Rang. Da gibt es die Live-Battles, die kennen wir schon. Das ist PvP, das ist Extreme, bla, das haben wir ja alles abgeschlossen. Okay, gehen wir jetzt einfach mal Live-Summit. 24. April bis 1. Mai. Ja, das haben wir ja heute. Also, in dem Zeitraum sind wir heute. So, da sind wir doch. Live-Summit. Ja, Live-Summit. Bäm, dann wissen wir schon jetzt Bescheid. Also ich bin Bronze, also man kann ja auch, Moment, halt, ruhig bleiben. Wir sind jetzt hier Bronze, da kriegen wir 150.000 Follower, okay. Dann gibt's Rauch und für den 812 Superfast gibt's Teile und neonpinke Reifen, auf jeden Fall. Die anderen Events werden dann noch freigeschaltet, also wir sind jetzt hier unterwegs. Genau, das sind jetzt nur, was es gibt. Also ich kann jetzt nicht, ich kann hier rüber gehen, also man kann gucken, was kommt, okay. Okay, guck mal, bei Platin kriegst du sogar diesen Evo X, also Evo 10 Red Fury Edition. Da können wir so mal gucken, was alles noch kommt. Abarth Rally kann man gewinnen. Ein 12C kann man gewinnen. Also ist cool. Das ist ja cool. Okay, man kann also gucken, man hat wöchentlich was zu tun. Und glaube, damit können wir auch öfters dann mal eine Folge bringen. Also gut, ja, wir machen das jetzt einfach mal. Ich weiß zwar nicht, was ich jetzt machen muss. Man kann jetzt spielen Flucht, Acrobatics, Radarfalle, Powerboat,
Also da gibt es ja verschiedene Sachen. Ja, wir machen einfach mal Street Race. Oder dann sind wir auf jeden Fall. Geht's da noch weiter? Achso, da gibt's ein. Boah, das ist ja. Also wie gesagt, ist blind, deswegen nicht auslachen. Okay, ich spiele Street Race. Es ist auf jeden Fall Schnee, wie ich sehe. Ja, okay, wir machen es einfach mal Street Race jetzt. Wir werden sehen, was kommt. Wenn du mit einem geliehenen Fahrzeug fährst, wirst du nicht mit. Bla, ja, ist egal. Ich nehme kein geliehenes Fahrzeug. Wahrscheinlich braucht man dafür. Je besser die Mittel, desto besser die Belohnung. Okay. Okay, wir werden sehen, was kommt. Aber dann haben wir mindestens immer so ein bisschen was zu tun. Das finde ich ja gar nicht schlecht. Ich weiß auch nicht, wie stark Gegner sind. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal volle Kanone. Und warum ist hier so eine Linie im Start? Brauche ich die? Ich weiß nicht, ob ich die brauche. Aber kann ich die ausstellen? Ich brauche das nicht. Spieleinstellung wahrscheinlich. Untertitel Freestyle in der Face Tower Cream. Nee. Wo ist denn das? Grafik wird es auch nicht sein. Steuerung? Ist es unter Fahrhilfen oder sowas? Keine Ahnung. Und ja, ich fahre mit Automatikgetriebe, weil ich die Tastenbelegung noch nicht gemacht habe. Weil mir hat es auch die ganzen Einstellungen zurückgesetzt. Auch die Grafik und so, deswegen. Ich weiß echt nicht, wo das ist. Das muss doch irgendwo sein. Untertitel, Tachometer, Minikarte, Weltmarkierung. Ist es die Nee, Weltmarkierung ist es nicht, oder? Achso, hier. 3D-GPS. Wahrscheinlich aus, oder? Aus, aus. Ja, ich brauche das nicht. Ich will das nicht. Pass auf, jetzt die erste Abzweigung verkacke ich oder so. So, ja, jetzt ist es aus. Okay, perfekt. Bäh. Feuer frei. Zum Glück habe ich ja gleich ein Allrad angetriebenes Fahrzeug genommen. Wenn wir hier bei diesem Schnee direkt unterwegs sind. Ja, im Prinzip ist es so ein bisschen so ähnlich. Wahrscheinlich. Wie, tut mir leid, dass ich den Vergleich mache, aber den muss ich jetzt machen. Wie bei Forza Horizon 4, diese Festival-Spiellisten, wo man halt auch wöchentlich Aufgaben erledigen kann. So sehe ich das jetzt aktuell. Kann ich aber mich auch täuschen, vielleicht finde ich es noch raus. Also so nicht fleißig in die Kommentare schreiben, Mann, Ray, ey, das ist ganz anders. Das kannst du immer noch machen, wenn ich bis zum Ende der Folge hier nicht selber drauf komme. Nee, ich habe mir am Anfang erstmal die Patch Notes ein bisschen angeguckt, was sich so ändert und so ein paar Sachen. Und dann dachte ich so, weißt du was, das finden wir einfach selber raus. Das ist, glaube ich, am besten. Also für, wenn du jetzt hier eingeschaltet hast, weil du jetzt dich so super top informieren willst, was denn jetzt hier dieser Hotshots-Modus ist. Ich will immer Hotstint sagen. Vielleicht habe ich sogar auch schon Hotstint gesagt, dann tut es mir leid. Das heißt natürlich Hotshots. Dann... Ja, bist du hier falsch, auf jeden Fall. Also ich gehe genauso ahnungslos an die Sache ran, wie wahrscheinlich die ganz, ganz vielen anderen Leute auch. Wie gesagt, ich hätte ein paar Tage vorher, so ungefähr eine Woche vorher schon das Ganze anzocken können, testen können, aufnehmen können. Dann gestern Abend hätte ich es veröffentlichen können. Aber, ja, Rays Kopf meinte ja, er muss halt wieder hier ein bisschen schmerzen. Und dann ging das halt nicht. Aber sei es drum, man muss das Positive rausziehen. Das Positive ist, wir gehen komplett blind an die Sache ran und ich finde, blinde Let's Plays sind meistens ja auch die besten. Aber wenn der Let's Player schon alles weiß, ist ja auch irgendwie langweilig. Manchmal will man ja auch seine ja, Nichtwissenheit, kann man das so sagen, seine Unwissenheit, das ist das deutsche Wort eigentlich, möchte man manchmal ja auch sehen und sich drüber lustig machen und solche Geschichten. So, das läuft jetzt eigentlich ganz gut. Da hätte ich vielleicht den Schwierigkeitsgrad ändern können im Vorfeld, weil ich glaube, das ist nicht der maximale Schwierigkeitsgrad. Das werden wir gleich nochmal rausfinden. Ja, wir fahren jetzt einfach mal ein bisschen, gucken mal, was da so geht. Bin gespannt. Jetzt mache ich mal ein längeres Rennen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gefahren bin. Es gibt ja auf jeden Fall neue Events. Hat es das Event mit der Kuh? Doch, das sind wir schon mal gefahren. Ich glaube, in der letzten Folge sogar. Aber da war kein Schnee. Enjoy the view, ja. Bisschen arg alles hell, ne? Da wird sich mein Renderprogramm aber freuen, ey, wenn es die ganzen weißen Dinger rendern muss. Das läuft. Ja, Update erschienen heute. Also ich sage das jetzt mit Vorsicht, weil ich nicht weiß, ob das Video direkt schon heute erscheint. Aber wenn es heute erscheint, ist es heute erschienen. Wenn es für mich morgen erscheint, für dich heute erscheint, dann ist es gestern erschienen. Das ist verständlich, ist egal. Es ist am 24. erschienen. Guck aufs Datum, ist heute der 24. Dann ist es heute erschienen. Dann startet ein Download-Programm, knapp 12 GB. Das ist groß auf dem PC. Und dann kannst du auch loslegen. Mit dem Spaß. Wir checken auf jeden Fall gleich mal noch das Autohaus sozusagen aus und gucken mal ein paar neue Fahrzeuge an. Da habe ich richtig Bock drauf.
Bing. Life's Image, Polar Rush. Ah, da gibt es jetzt Punkte, Rekordpunkte. Hä? Ja, wie hätte ich jetzt einen neuen Rekord schaffen können? Also, wie hätte ich jetzt die 100.000 schaffen können? Das habe ich so nicht verstanden. Zeit oder wie? Zeit und Schwierigkeitsgrad? Oder wie muss ich das verstehen? Weil ich kann jetzt hier nicht Details. Okay, da gibt es jetzt Punkte. Aber warum? Oder wie kann ich das ändern? Das würde mich jetzt nicht interessieren. Also, muss ich wirklich schneller sein? Das ist das Hauptmenü, ne? Da bin ich jetzt hier. Ne, da will ich nicht hin. Okay. Weil ich muss ja hier 100.000 Punkte schaffen, um irgendwas Besonderes zu schaffen, oder? Ich würde es jetzt aber nicht nochmal erfahren, eigentlich. Deswegen machen wir jetzt einfach mal was anderes. Wir machen jetzt einfach mal, Air Race. Achso, den habe ich nicht. Okay. Ich mache jetzt einfach mal, Radarfalle einfach. Da können wir jetzt auch nochmal beim... Ein Summit besteht aus 9 Aktivierten. Ja, das ist viel zu schnell weg, Mann! Ich kann ihn nicht lesen. Egal. Okay, wir machen mal Radar. Jetzt gucken wir mal, ob wir da irgendwas hinkriegen. Wow! Ja, schön. Schön, dass dieser dumme Passant da jetzt gerade durchfahren musste. Ah! Nochmal neu. Aber wir müssen ja Geschwindigkeit haben. Da kann ich auch ein bisschen Tempo aufholen, oder? Von hinten so ein bisschen. Schöne Aussicht auf jeden Fall. Und jetzt komm. So, jetzt aber. Haben wir es geschafft. Ja, aber... Da steht ja jetzt aber auch nirgends, was man für den Maximalpunkt erreichen muss, oder? Weil es steht da wieder... Eben, wie will ich jetzt hier die 100.000 erreichen? Das, finde ich, das fehlt so ein bisschen, die Erklärung. Die habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Weil auch hier habe ich jetzt nur so und so viele Punkte geschafft. Aber okay. Machen wir mal Drift, auch im Schnee, in der Nacht. Dann gucken wir mal, ob wir ein schönes Driftfahrzeug finden. Was nehmen wir denn da? Was ist denn unser stärkstes Driftfahrzeug? Ich weiß es gar nicht. Der GTR, oh, der war so scheiße zu driften. Aber das ist tatsächlich unser stärkstes. Ne, der ist der stärkste. Der RX-7, der ist auch geil. Der kann auch was. Okay, probieren wir jetzt mal Drift. Also irgendwie muss man es halt mega gut machen wahrscheinlich. Und da gibt es halt mehr Punkte. Aber ich wäre halt cool, wenn man das irgendwie klarer wüsste. Wie kommt man dann auf eine gewisse Punktzahl? Das wäre schon nice. Und ich glaube, das Drift-Event ist neu. Also ich kenne es noch nicht. Oder es ist jetzt einfach nur, weil es im Schnee ist, neu für mich. Ich muss erstmal wieder ins Driften reinkommen hier im Spiel. Oh mein Gott, nein, 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 nicht einschlagen. Schon irgendwo angeeckt, aber das hat anscheinend jetzt nicht die Punkte zerstört. Doch, hat die Punkte zerstört. Stimmt, da muss ja diesen Multiplikator aufbauen jetzt. Genau, und den verliert man ja direkt, wenn man irgendwo dagegen klatscht. Okay, ich bin wieder drin. Ja, und wieder dagegen geklatscht. Ich muss erstmal reinkommen. So wird das nicht. Will ich nichts. Ja, das Update ist natürlich kostenlos, wie eigentlich alle Updates und DLCs hier. Nein, wieso klatsche ich schon wieder irgendwo dagegen? Ach, das ist richtig kacke. Ich mag das Driften hier im Spiel einfach nicht. Weil der Drift so unnötig lang immer wird. Aber halt nach außen hin. Es gibt auf keinen Fall diese 100.000 Punkte, die man braucht. Wahrscheinlich muss man hier genau diese 100.000 Punkte erreichen. Ich weiß halt nicht, ob das auch in Abhängigkeit ist, was andere Spieler geschafft haben oder nach was es dann geht. Und ob das überhaupt wichtig ist, dass man das schafft. Oder ob man dann besondere Belohnungen bekommt. Vielleicht findet was noch raus in der Folge. Vielleicht weißt du aber auch besser Bescheid. Oder hast du es schon rausgefunden, besser so formuliert. Sind die Punkte genau die Punkte wahrscheinlich, oder? Weil dann da 100.000 zu schaffen, dürfte eigentlich kein Problem sein. Braucht man immer ein bisschen. Nee. Okay. Alter.
Ja, aber das ist doch doof. Man weiß halt überhaupt nicht, wie viele Punkte man hat. Und man weiß gar nicht, wie... Ich finde das beschissen. Sorry, dass ich das so sagen muss, aber... Ich finde es ein bisschen doof. Was haben wir denn jetzt noch? Flucht. Machen wir mal Flucht. Ja, aber nicht mit dem Fahrzeug, ey. Ja, gucken wir mal. Rally-Rate haben. Kann ich, was heißt denn da das Stärkste, was wir haben? Wahrscheinlich schon der Porsche. Ein bisschen Anlauf. Ja, also ich weiß auch nicht, ob das wichtig ist, dass man diese 100.000 schafft oder ob das irgendeinen Bonus gibt oder... Aber... Ja, jetzt gucken wir einfach mal. Aber wo fahre ich jetzt lang am besten? Hier runter am besten, oder? Versuchen wir mal hier so ein bisschen über den Fels abzukürzen. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein, Baum, das war so klar. Und nochmal Fels und nochmal Fels und komm, 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 zieh, 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 zieh. Immerhin den Balken voll machen, das wäre doch schon mal nicht schlecht. Ja, komm, komm. Boah, ganz knapp. Okay. Immerhin etwas. Okay. Also, keine Ahnung, was man machen muss, um für die 100.000. Also, da muss man, glaube ich, entweder das richtige Tier sein. Wir probieren jetzt das Rennen nochmal. Okay. So, bevor ich jetzt die ganze Zeit keine Ahnung, ihr habt schon verstanden, dass ich keine Ahnung habe. So, jetzt nehmen wir einfach mal ein Motorrad vielleicht. Vielleicht jetzt einfach die S1000. Die dürften die ja ganz gut abgehen. Ah, trotz Winter, kein Problem. Ich kann das. Ja, und jetzt gehen wir einfach volle Lotte irgendwie, keine Ahnung. Das hier gewinnst du in 0, nichts. Ja, schon. Aber eben, da ist so eine Anzeige, wo jetzt steht, okay, du hast jetzt so und so viele Punkte. Das wäre schon cool, dass man so wüsste, okay, du bist jetzt zeitlich die 100.000 geschafft. Die ich bräuchte am Ende. Denn hier waren wir jetzt auch ganz schön dicht dran. Deswegen. Ja, mal gucken. Was da so geht. Büffel! Alter! Lebensmüde. So, ich spare mir mal das Nitro ein bisschen an. Bringt ja auch nichts hier, ständig nur so ein bisschen zu verballern. Ich hoffe, wir sind jetzt auch schneller wie mit dem Huracan. Ziel. Das ist dann diese 100.000. Ich will echt schon gern wissen, was man bekommt, wenn man 100.000 schafft. Aber ich stelle mir das jetzt bei manchen Events schon ein bisschen schwierig vor. Gerade bei dem Blitzer- und Fluchtgedönse, da sind wir ja Lichtjahre von diesen 100.000 entfernt. Ich meine, vielleicht muss man das jetzt auch nicht schaffen. Es ist auch alles nicht so wild, aber... Ja, ich
geht es einfach nur darum, es wirklich zu schaffen. Ich glaube schon, dass wir schneller waren, oder? Ich weiß nicht, was für eine Zeit wir vorher gefahren sind. Ups. Aber jetzt gucken wir mal. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Neuer Rekord. Gut, Teile kriegen wir sowieso, glaube ich, oder? Und hat es jetzt irgendwas gebracht? Okay, keine Ahnung. Was muss man hier machen? Bestenliste ansehen. Also, achso, da kriegt man halt Punkte und dann sieht man, wo auf der Bestenliste ist. Und je nachdem, wo man in der Bestenliste ist. Ach so, also okay, man tritt schon gegen andere Spieler an. Okay, ich verstehe. Und je höher man ist, desto bessere Belohnung bekommt man, ne? Weil wenn man Platin hat, kriegt man ja die neonpinken Reifen. Und so, wenn man halt nur teilnimmt, kriegt man halt nur diese 150.000 Follower. Also je nachdem, wie viel und wie gut man das macht. Ich verstehe. Und klar, die 100.000 ist halt nur irgend so ein Richtwert. Ich glaube, das ist eigentlich egal, oder? Aber ja, schreibt gerne an die Leute, die es wissen oder schon rausgefunden haben. Vielleicht finde ich es auch noch raus. Gerne mal rein, was genau diese 100.000, diese 100.000er-Marke bedeutet. Ansonsten, wir gehen jetzt mal kurz in den Autoshop am besten. Bevor wir da weitermachen. Und können da ja mal, oder wir können einfach im Katalog gucken. Wobei, Katalog gucken ist langweilig. Wir gehen mal zum Hauptquartier der Street Racing Szene. Aber es ist halt ein bisschen so eine Sache, so ein bisschen so ein Beigeschmack. Also, dass du halt gewisse Sachen bekommst, kriegen dann halt nur die Leute, die mega suchten, ne? Also, das ist halt auch so eine Sache. Guck mal, da steht auch schon. Der Divo! Was kostet denn der? Bestimmt Schnapper, oder? 2 Millionen, ja, guck mal, der kostet halt auch so viel, ne, kann ja auch nicht. Und guck mal, den gibt's auch noch, den Egoista. So ein hässlicher Lambo. Also ich finde ihn mega hässlich, tut mir leid. Aber geil, dass er mal im Spiel ist, so muss man es ja aussehen. Gibt's gerade aktuell einen Bundle. Und da haben wir den 488 Pista. Boah, es ist teuer, ey, wieso kostet das so viel, ey? Das ist ja voll hart. Aber das Bundle, mal gucken, was das Bundle kostet. Da kriegt man ja bestimmt ein bisschen Rabatto. Den Polar Rush, ja, was ist da drin? Das Elite-Bundle, da kann ich mir denken, was drin ist. Ja. Okay, die da. Okay, ja, okay, okay. Hab ich den nicht schon? Ne, scheinbar nicht. Okay. Ich glaube, der ist sogar neu. Also kann ich den gar nicht haben. Ist auch geil. Okay. Ja, das ist ein geiles Bundle, aber kostet halt 2 Millionen. 2,4, also 2,5 Millionen. Was ist hier drin? Okay. Achso, okay, weil ich den brauche. Für das eine Event, ne? Was kostet das Bundle jetzt? Achso, 200 irgendwas 1000. Ne, 348.000. Okay. Soll ich das holen? Dann könnte ich das mit dem Flugzeug direkt machen. Ach genau, hier gibt es auch nochmal die Sachen, die man kaufen kann über eben diese Crew Credits, weil ich gefragt habe, für was braucht man Crew Credits? Genau, wenn man nämlich die ganzen Scheiße machen will. Gut, das meiste ist ja auch Optik, ne? Muss man sagen. Das meiste ist Optik-Scheiße, dann Ersatzteile? Für was brauche ich Ersatzteile? Okay. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Da gibt es CC-Pakete. Wieso ist das gratis? Ich verstehe nicht ganz. Oder kostet es... Hä? Hä? Verwirrung? Ja, ich nehme jetzt das mal. Jetzt kommt ein Fenster, das seht ihr nicht. Ja, von wegen gratis. Kostet 50 Euro. So viel sage ich schon mal. Ich wollte schon sagen, ein bisschen komisch. Das ist ein bisschen falsch angegeben hier. Okay. Das mit den Ersatzteilen, das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz, für was man die braucht. Vielleicht gehen wir auch kurz mal in die, oder in unser Hütchen zurück.
um einfach mal zu gucken, ob da irgendwas ist, wo man sagt, ja, da brauchst du Reparaturteile oder sowas. Oder gehen jetzt unsere Autos kaputt? Das wäre ja der Oberhammer. Und die Garage. Finden wir raus. Wir nehmen jetzt einfach mal, oder wir stellen uns einfach jetzt mal den Hurrikan von gerade eben dahin. Wo ist er denn? Hier. So. Anpassen. Das sind jetzt die Prestige-Dinger, da habe ich noch nichts gekauft. Die Performance-Teile sind klar, das sind, die ich jetzt halt gewonnen habe. Aber da habe ich jetzt auch diese Teile bekommen. Okay, und was kann ich für die? Kann ich die für die irgendwas kaufen oder so? Für diese. Also wenn ich jetzt Teile verschrotte, das finde ich cool. Man kriegt jetzt immerhin irgendwas, kriegt man oben die Währung. Achtet mal, neben den Crew Credits gibt es jetzt diese anderen Teile. Die Reifen behalte ich mal. Okay. Also da gibt es andere, aber was kann ich dafür machen? Kann ich dafür was kaufen oder so? Das Zeug, das du gerade weggeworfen hast, daraus sind jetzt Ersatzteile geworden. Kombiniere sie mit Bugs und du kannst die Zusätze, die du bereits besitzt, erneuern. Entweder wählst du einen von zwei neuen Zusätzen oder du bleibst beim Original. So oder so werden das Geld und die Ersatzteile aufgebraucht. Wie sagte der Typ in diesem Film? Wähle, aber wähle weise. Okay. Prestige-Objekte können mal Kuh gekauft werden. Ja, ja, schon klar. Das heißt, ich kann die jetzt verbessern, oder wie? Ah ja, da. Kann ich rekalibrieren. Dann kommt was anderes raus. Ach, so ist das. Aber es kostet immer auch Bugs. Okay. Also, wir machen das jetzt einfach mal ein Beispiel. Zum Beispiel, ich habe jetzt... Ich nehme jetzt das hier, das ist ja auch scheißegal. Das hat jetzt Popularität steigern. Jetzt sage ich, das möchte ich nicht. Dann kann ich jetzt einfach sagen, rekalibrieren, ne? Genau, rekalibrieren, dann kommt irgendwas anderes jetzt raus. Jetzt kommt Sogwirkung. Jetzt kann ich aber wählen, was ich davon will. Ach so, okay. Also ich kann sagen, okay, ja, ich möchte es oder nicht. Wenn du sage ich jetzt okay, dann ist das. Ach so, okay, das ist cool. Das ist cool. Kann man machen. Aber hat das jetzt wirklich diese... Das hat doch jetzt nichts abgezogen. Moment. Ups. Einfach nochmal zum Testen nochmal. Zum Testen. Ich rekalibriere für... Ah ja, es hat abgezogen, weil ich dachte gerade, es hat nicht abgezogen. Ja, ich weiß, das war jetzt blöd, aber ist jetzt auch egal. Nee, ich bleibe beim Alten. So, okay. Alles klar. Okay, cool. Das ist cool, dass man das jetzt nochmal abändern kann. Das geht wahrscheinlich bei den Goldenen auch, oder? Jetzt muss ich gerade gucken, habe ich irgendwo nicht ein goldenes Teil gehabt? Ja, da ist ein goldenes Teil. Ja, kann man auch rekalibrieren. Und da kann man auch sagen, eben was davon. Und okay, es kostet ein bisschen mehr. Und aber das, der Set-Bonus kann man nicht ändern, wenn ich es richtig sehe. Okay. Okay, das ist cool. Gefällt mir. I like. Und jetzt gucken wir uns noch die Prestige-Dinge an. Am Ende der Folge. Eigentlich wollte ich noch ein Rennen fahren, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Da müssen wir jetzt doch nochmal ins HQ gehen. Oder meint er das normale HQ? Ne, ich gehe jetzt mal ins Street Racing HQ. Ich denke mal, er meint das HQ. Oder? Wir schauen mal. Also hier. Ah ne, gut, das haben wir ja schon gesehen, die Prestige-Dinger. Ne? Das war ja das hier. Ja, das war ja die Prestige-Teile. Die könnte man jetzt hier kaufen für diese Crew-Credits. Ja, aber das ist ja alles optischer Schnickschnack. Dann fahren wir jetzt doch noch ein Rennen am Ende zum Finale dieser Hotshots oder wie ich es gerne Hotstint nenne. Fahren wir einfach mal. Ja, in Saku. Live Summit. Und machen da weiter. Was haben wir denn jetzt noch nicht? Acrobatics können wir noch machen. Oder denn... Ah ne, guck mal, wir machen den hier. Je besser die Medaille, desto besser die Belohnung. Ja, aber wo kann ich die Medaille ändern? Oder was meint er mit Medaille? Meint er mit erster, zweiter, dritter? Oder? Ich weiß es nicht. Ich bin überfordert. Ist egal. Okay, was werden hier alles mit? Ich halt jetzt den Mund, damit du wahrscheinlich schon die normalen, weil der Travis hatte ja so ein Art so eine goldene 1 sozusagen gehabt. Wahrscheinlich ist das mit Uhr gemeint. Weiß es jetzt aber nicht. Müssen wir erstmal gucken, wie wir hier zurechtkommen. Oh Gott. Ich bin schon lange dieses Teil nicht mehr gefahren. Oh,
Vor allem auf Schnee. Super geil. Ja, ja, natürlich. Wow. Perfekt. Das lief ja schon mal super. Na komm, die holen wir wieder ein. Fährt sich aber auch echt nicht geil, ey. Boah. Im Schnee und allem. Ach Gott, das ist ja... Das ist ja Untersteuern des Todes. Das wird weder 1, 2, 3, das wird gar nichts. Ich krieg das Ding nicht. Das blockiert auch alles. Das ist ja richtig scheiße. Moment mal kurz, zurück zum Summit. Das können wir vergessen. Das wird nichts. Muss ich nochmal... Hauptmenü... Performance, Profi-Einstellung. Ich mach da mal ABS rein, auch wenn man das eigentlich nicht hat. Aber ich muss da ein bisschen was reinmachen. Das ist unfahrbar hier auf dem Schnee. So, jetzt nochmal. Wenn du alle 9-1 abgeschlossen hast, erhältst du 100.000 Bonus. Ja, okay. Das habe ich verstanden. Das bringt natürlich einiges in der Rangliste, aber es bringt natürlich auch in den einzelnen Elementen einen sehr hohen Rang zu haben. Also viele Punkte zusammen. Hör auf deinen Motor, er sagt. Lass uns. Nein, geh doch weg, du mit dem Porsche. Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall schon mal besser zu fahren. Auch wenn ich jetzt noch keine harte Bremsung machen musste, aber. Oh Gott, ist das eine Zicke. Ja, ist ja gut jetzt. Lass mich vorbei. Aber auch ein bisschen fies, ne? Dass so eine gewisse Fahrzeuge vorausgesetzt werden. Jetzt bau den Vorsprung aus. Ja, ich versuch's. Ich meine, das Rennen ist sowieso eines der beschissensten Rundkursrennen hier im Spiel. Aber gut. Aber normalerweise fährt man es auch nicht in der Kombi, ne? Das ist ja eigentlich kein Rennen für diese Alpha-GP-Geschichte. Das ist eigentlich ein Street-Race-Rennen. Aber hier ist natürlich alles möglich. So, aufpassen. Das ist gar kein Rundkursrennen, doch. Das ist doch das Rundkursrennen. Oder hat es noch so angefangen wie das Rundkursrennen? Ne, das ist das. Doch, das ist das Rundkursrennen, ja. Das ist die zweite Runde und die letzte Runde. Boah, ich find's mega schwer. Weil es super indirekt ist. Ich glaube, wir haben einen guten Vorsprung. Erstmal. Ja, ich meine, da wird natürlich bei den Events es auch helfen, Fahrzeuge auf dem Maximallevel aufgebaut zu haben. Das habe ich ja leider nur eigentlich in der Street Racing Szene. Also bei den Alphas habe ich es auf jeden Fall nicht. Deswegen wird es für mich wahrscheinlich unmöglich sein, hier eine mega gute Wertung zu bekommen. Also. Dieser Hotshot-Modus hat so zwei Seiten, muss ich sagen. Einerseits klar eine motivierende Geschichte, andererseits werden aber halt die, die das Spiel suchten oder gesuchtet haben bis jetzt, werden natürlich der mega bevorteiligt. Natürlich klar, muss man auch selber noch irgendwie skillen, aber trotzdem. Hm? Ja, weiß ich nicht. Ist jetzt halt mal so. Aber okay. Gut, dann haben wir da auf jeden Fall schon mal was geschafft. Wir sind auf jeden Fall aktuell Platin. Ich denke nicht, dass es dabei bleibt, weil das noch eine ganze Woche läuft und alle Leute werden natürlich versuchen, sich noch zu verbessern, aber ist ja auch egal. Ja, das war der erste Blick auf das Hotshots-Update. Und wenn es dir gefallen hat, lass doch gerne ein Däumchen nach oben da. Tut mir leid, dass ich so unwissend war. Ich dachte, da wird ein bisschen mehr an die Hand genommen.
Hätte ich das gewusst, dann hätte ich doch die Patch Notes doch ein bisschen länger und ausführlicher durchgelesen. Sei es aber drum, deswegen sind wir ja eine geile Community, beziehungsweise gehörst du zu einer geilen Community, also gerade was die 100.000er-Marke betrifft, kannst du mir das ja gerne nochmal erklären. Ich glaube, der Rest ist mir dann aber noch im Laufe der Folge klar geworden. Nichtsdestotrotz, ich denke mal, wir gucken jetzt mal des Öfteren nochmal rein in The Crew 2. Macht ja auf jeden Fall Sinn jetzt hier mit dem ganzen Ding, da gibt es ja neuen Antrieb, es auch zu spielen. Und ich mache jetzt aber Schluss an der Stelle. Vielen Dank fürs Einschalten und dann sehen wir uns wahrscheinlich morgen zur nächsten Folge. Ich denke mal, dass ich dann direkt nochmal jetzt eine Folge aufnehme. Also bis dann. Ciao.